Nachdem die Assassinen die Templer in London besiegt hatten, genoss die Stadt 20 Jahre lang einen gewissen Frieden. Bis zum Herbst des Schreckens. 1888 wird London in Angst und Schrecken versetzt durch eine Reihe von grausamen und nicht aufklärbaren Morden. Die Bordelle von Whitechapel wirken warm und sicher im Vergleich zu den dunklen Straßen, in denen Prostituierte ermordet und auf groteske Weise der Welt zur Schau gestellt werden. Jacob Fry jagt den schwer zu fassenden Mörder, um dem Schrecken von Jack the Ripper ein Ende zu setzen. Beeilen Sie sich, Mr. Finch. Das ist die Story unseres Lebens. Mr. Weaversbrook, ich weiß, Sie haben noch mehr Briefe vom Ripper. Sie sollten sich doch von mir fernhalten. Sie dürfen sie nicht veröffentlichen. Sie haben einen unbekannten Schurken in eine Legende verwandelt. Das ist genau, was er will. Jacob! Endlich habe ich dich gefunden. Es geht um den Ripper. Er hat es wieder getan. Katie? Oh, bitte nicht. Nein, das darf er nicht. Lizzie? Nicht beide. Derselben Nacht. Nelly, denke an meine Worte. Jetzt geh. Wie viele Assassinen müssen noch sterben, bevor du die Wahrheit sehen wirst? Nur noch einer, Jack. Du hättest glauben sollen, Jacob. Und jetzt werde ich dich jagen. Ich weiß, dass du hier bist, Jack. Hat der Meister des Schreckens etwa Angst, sich zu zeigen? Ich bin dein Schatten, Jacob. Jede von ihnen ausweiden, wenn das der schnellste Weg zu dir ist. Der Schrecken, den Jack in London verbreitet, basiert auf seinem Einsatz von Angst. Eines von Jacks Angstgeräten ist der brutale Takedown. Wird der brutale Takedown bis zum bitteren Ende ausgeführt, versetzt er alle Gegner, die ihn beobachteten, in Panik. Halten Sie wie bei einem klassischen Attentat X gedrückt, um einen brutalen Takedown zu beginnen. Folgen Sie danach den Anweisungen, um ihn abzuschließen. Ich muss nur deinem Geruch folgen, dem Geruch eines verwundeten Tieres. Du kannst dich nirgendwo vor mir verstecken. Gegner reagieren in drei Abstufungen auf den Schrecken des Rippers: ruhig, verängstigt oder panisch. Angstaktionen verängstigen ihre Gegner zunächst und versetzen sie dann in Panik. Sie können den Angstzustand eines Gegners mit den Angstgeräten beeinflussen, zum Beispiel mit dem Todesschrei oder Spießen. Thank you.
Willst du mich, Jack? Dann komm und hol mich! Das ist nicht unser Weg. Das ist mein Credo. Mir entkommst du nicht. Zurück in dein Loch, kleine Maus. Wo willst du denn hin, Jacob? Jack, du bist krank. Erkennst du die Ironie nicht, Bruder? Jack! Nur du weißt, wer der Ripper ist. Aber du kannst es niemandem sagen, weil es dich und die Assassinen zerstören würde. Nein, 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 nein! Jack! Wir können dich heilen. Mich heilen? Ich bin die Heilung! Miss Fry. Inspektor Eberlein. Warum genau haben Sie mich herbringen lassen? Seit Monaten jagen meine Männer und ich den Ripper rund um die Uhr und wir haben nichts vorzuweisen. Jedenfalls nichts für die Öffentlichkeit. Was hat der Ripper mit mir zu tun? Mein Bruder hat mich aus Indien hergerufen. Kann das nicht warten? Soweit ich weiß, sind Sie vielleicht die letzte Assassinin Londons. Wie meinen Sie das? Wo ist Jacob? Wenn ich das wüsste... Ihr Bruder ist unauffindbar, während ein ungreifbarer Schatten die fürchterlichsten Verbrechen begeht, die diese Stadt je gesehen hat. Und Sie glauben, das ist kein Zufall? Der Mörder ist wählerisch und leidenschaftslos und hat bisher nicht eine einzige Spur hinterlassen. Ein solches Talent für das Töten, ohne entdeckt zu werden, habe ich nur einmal erlebt. Bei meiner Arbeit mit Ihnen beiden. Und deshalb hat Jacob Sie gerufen, bevor er verschwand. Sie meinen, er ist tot? Das würde ich nicht wagen. Doch wenn dem so ist, sind Sie die einzige Person, die den Ripper stoppen kann. Kommen Sie. So, auf geht es. Wir sollen Abilene folgen. Ich bringe Sie an den Ort, wo der Ripper zuerst zuschlug. Die Presse scheint immer zuerst davon zu erfahren. Wenn wir ankommen, sind alle Beweise bereits zertrampelt und am nächsten Tag triefen die Schlagzeilen vor Blut. Die paar hundert Jahre zwischen Flower und Dean Street sind so gefährlich geworden, dass meine besten Constables Angst haben, nachts in Whitechapel auf Streife zu gehen. Nehmen wir doch eine Kutsche, ja? Ich möchte nicht schon wieder ein Ei ins Gesicht bekommen. Ich fahre. Was ist aus dem Bezirk geworden? Whitechapel ist voller Verbrechen, Miss Bride. Hier regiert allein der Schrecken.
Woanders werden die Reichen reicher, aber hier leben die Armen von den Ärmsten und kämpfen jeden Tag ums Überleben. In der Presse genießt Whitechapel einen Ruf als Hort der Wilden, Monster und Werwölfe, die ehrliche Bürger in ständige Angst versetzen. Vor dem Ripper. Eine Questlog-Aktualisierung. Wir sollen den Tatort erreichen. Nicht weit von hier wurde Mary Ann Nichols ermordet. Ich kannte sie als Polly, so wurde sie von ihren Freunden genannt. Aber die Frau, die hier starb, ist nicht dieselbe, die ich ein paar Mal im Frying Pan Pub traf. Wer war sie dann? Ich habe gehofft, das könnten Sie mir sagen. Sehen Sie bitte selbst. Hier hat der Ripper seinen ersten Mord begangen. Wurde Miss Nichols identifiziert? Ihr Ehemann hatte sie seit 11 Jahren nicht gesehen. Er hat diese arme, geschändete Frau nur kurz angesehen, bevor er die Frechheit besaß, ihr für das zu vergeben, was sie ihm angetan hatte. Die Presse berichtete, dass Miss Nichols den Abdruck eines Rings am Finger hatte. Er wurde gewaltsam entfernt. Dasselbe gilt auch für die anderen Opfer. Abilene hat sich ausgesprochen. Dann können wir jetzt auch mal etwas spielen. Wir haben eine neue Questlog. Mary Ann Nichols. Tatort. Sollen wir untersuchen. 3 Hinweise sollen wir finden. Natürlich hilft mir dabei wieder mein Adlerauge. Und einen Hinweis haben wir jetzt gefunden. Mary Ann Nichols Todeszeitpunkt vor 3 Monaten. So, hier ist doch auch noch irgendwas. Inspizieren. Handabdruck. Was haben Sie entdeckt? Einen Moment. Also, sie stützte sich dort ab. Blutspritzer. Ein seltsamer Ort für Blutflecken. Ja, jetzt sollen wir den Abwurfort erreichen. Mit LT drücken, um die Flugbahn zu generieren. Ach so, wir sollen jetzt die Flugbahn eines geworfenen Objekt nach... Ach, den Ring. Ach, den Ring sollen wir finden. Okay, alles klar. Ja, den sollen wir nachstellen. Keine Ahnung, ich muss wahrscheinlich den Baum da oben treffen, oder? Ja, tatsächlich. Und jetzt sollen wir auch den Ring finden. Assassinenring. Ein Ring, den nur eingeschworene Assassinen tragen. Ich habe ihren Ring. Ein Assassinenring. Sie muss ihn während des Kampfes weggeworfen haben. Ein verzweifelter Versuch, die Bruderschaft zu schützen. Sie glauben, es gab einen Grund? Ja, und die Nachrichten beschuldigen die Polizei, mich, die wichtigste Stadt der Welt. Achso, das ist gar nicht Abilene. Ich muss da, glaube ich, rübergehen. Wo ist denn der jetzt? Ich muss mich entschuldigen, Miss Fry. Ach, da. Ich habe noch in Whitechapel zu tun. Guten Tag, Inspektor. Danke für Ihre Diskretion. Okay, die erste und zweite Sequenzen abgeschlossen. Abilenes Sympathisantenaktivitäten. Okay, die haben wir freigeschaltet. Könnt ihr euch mal durchlesen. Werden wir aber jetzt nicht weiter verfolgen, sondern wir spielen hintereinander die ganzen Story-Sequenzen weg. Ich muss Jacks Einfluss auf die Gangs in London brechen. Die ganzen anderen Aktivitäten und Befreiermissionen und so weiter, das kommt alles rausgeschnitten und als eigenes Video.
Okay, ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Oder schauen wir erstmal einen Blick auf die Karte. Okay, Whitechapel und City of London stehen uns zur Verfügung. Mehr nicht. Jo, dann werfen wir auch nochmal einen Blick in das Inventar. Schauen uns mal an, was uns Jack the Ripper dort alles so bietet. Okay, das sieht ziemlich vertraut aus. Wir haben also wieder Herausforderungen, Fortschrittsanzeige. Okay. Alles noch nackt. Jo. Dann hören wir uns hoffentlich wieder gleich im nächsten Part, wenn wir das... Wenn wir die Sequenz 3 spielen, die Unseligen. Ich hoffe, du bleibst dabei. Bis dann. Tschüssi.